Also die Stadt gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Auch da gibt es eine Willkommenskultur, die mich sehr beeindruckt hat. Die Skyline, die möchte ich besonders hervorheben von den Bauten. Also es gefällt mir sehr. Auch diese schöne Mischung zwischen Moderne und etwas älteren Gebäuden. Das Leben auf den Straßen Frankfurts, also das ist schon sehr schön. Genauso auch die Flusslage, der Main. Das Einzige, was vielleicht fehlt, ist das Meer, der Strand. Das ist das Einzige, was ich vielleicht vermisse, aber egal. Ich bin in einer großen, in einer schönen Stadt und in einem großen, in einem schönen Verein gelandet. Also ich denke, dass ich technisch ganz gute Fähigkeiten mitbringe. Ich bin auch ein Spieler, der gerne arbeitet und einer, der immer in Bewegung ist. Und insofern ja, versuche ich für Gefahr zu sorgen, für Torgefahr. Deswegen weiß ich, wie gesagt, dass ich mich gern im und am Strafraum aufhalte. Und ich glaube auch deswegen hat mich die Eintracht geholt, damit ich Tore mache. Über allem steht, dass ich der Mannschaft helfe. Das will ich auf jeden Fall tun. Zu den Unterschieden, ich denke, hier geht es sehr rasant zu. Tempo-Fußball wird gespielt, deswegen muss man auch immer wachsam sein. Das wird für mich eine schöne Zeit, schöne Aufgaben, auf die ich mich freue und ich denke, ich werde mich als Fußballer auch hier weiterentwickeln. Also ich mag den Fußball allgemein als Ganzes und natürlich als Stürmer ist für mich der Torabschluss sehr wichtig. Insofern weiß ich, wo ich mich aufzuhalten habe, das ist natürlich immer im Strafraum oder zumindest in Strafraumnähe. Und ja, Tore, egal wie, Hauptsache einnetzen. Es gibt keine schönen Tore, es gibt keine hässlichen Tore. Hauptsache Tore, das ist das, was zählt. Insofern möchte ich immer nah dran sein am Geschehen. Und so gesehen ist der Strafraum mein Revier. Es ist mi hábitat natural. Also ich verstehe mich mit allen blendend, ich bin auch von allen super gut empfangen worden. Natürlich gibt es sprachlich vielleicht die eine oder andere Affinität mehr mit Francisco, aber auch mit David, Carlos, Marco Fabian oder Lukas. Aber genauso versuche ich mich zu verständigen und ich verstehe auch mich sehr gut mit Russa, mit dem Timmy, mit dem Simon, also mit allen. Und insofern fühle ich mich sehr wohl und jetzt schon zu Hause angekommen. Also eines Tages werde ich das auf jeden Fall probieren, so viel ist klar. Nur jetzt steht der Saisonstart bevor und da muss man natürlich schauen, ne? Ein bisschen auch auf die Ernährung. Das ist vielleicht nicht unbedingt die optimale Spielernahrung, aber auf jeden Fall werde ich es probieren und da freue ich mich schon drauf. Das weiß ich noch nicht. Fakt ist, ich kann gut kochen und da ist bestimmt irgendwann mal auch ein Dinner drin für meine Mannschaftskollegen. Ob es jetzt speziell Bacalao wird, das muss man dann sehen. Ich weiß auch, dass es schon ein gutes Restaurant gibt in Frankfurt mit portugiesischer Küche. Und da werde ich auf jeden Fall mal mit den Mannschaftskollegen hin, dass wir da gemeinsam essen gehen. Denn Bacalao ist eine sehr leckere, eine sehr gute portugiesische Spezialität. Es ist eine comida muy buena y típica de Portugal. No, no. Por ahora no tengo fiesta solo. Da würde mir schon was einfallen, wenn wir den Supercup gewinnen. Das wäre doch was gegen die Bayern. Aber ich bin insgesamt nicht so der Partytyp, muss ich sagen. Wenn wir eine Party machen, dann gibt es dort Wasser und gesundes Essen. So zum Beispiel Pasta und Salat dürfte da nicht fehlen. Ich glaube, dass jetzt noch nicht Partyzeit angesagt ist, sondern eben Konzentration auf den Fußball. Porque fiesta solo no es bueno. Ich freue mich auf Freundschaft.